Oh, oh, oh. Cookie, ich fahre heute wieder auf der Insel und du bleibst hier. Ja. Kleine verrückte Maus. Wenn sich Mama und Papa freuen, du jetzt schon so durchdrehst. Ich fahre gerade durch Prenzlau. In Prenzlau wurde geboren. Eigentlich ein ganz hübsches Städtchen. Aber ich habe in Prenzlau nie wirklich viel zu tun gehabt. Wie gesagt, ich wurde hier geboren. Als ich meine Lehre hatte, hatte ich Berufsschule hier. Und das war es aber eigentlich schon. Mehr hatte ich mit Prenzlau nie zu tun. War auch gar nicht so oft. Also wie gesagt, dann in der Lehre. Aber ansonsten war ich auch gar nicht so oft in Prenzlau. Ich kenne mich hier also eigentlich kaum aus. Ja, aber es ist wie gesagt ein ganz hübsches, kleines, altes Uckermärker Städtchen. Also wieder auf der Insel, bin zu Hause, Briefkasten leer, erstaunlicherweise, aber das ist gut. Da ist ja keine Nachrichten als Rechnung oder so. Oh ja. Kommen Sie ein bisschen Fernsehen. Wo ist dein Hund? In der Uckermark. Warum ist der Hund in der Uckermark? In der Urlaub mal. Ich hab mich so auf den Hund gefreut. Ich soll nicht wissen müssen, dass ich immer eine Kamera laufen habe. Wir werden natürlich alles, was irgendjemandem zu Schaden kommen könnte, löschen oder nicht zeigen. Also wenn da sich jemand irgendwie gerade ein bisschen blöd anstellt, wo du denkst, wir haben ja auch eine mediale Verantwortung. Eben, dann will ich es nicht veröffentlichen, ne? Oder wenn einer sagt, er will nicht drin, dann verpixeln. Pass auf, bleib mal da so sitzen. Den Autofokus drin? Doch, hinten, musst du hinten fokussieren. Dreh mal um. Dreh mal um die Kamera. Da, wo du einen Daumen hast auf den Knopf. Auf Startstopp? Ne, nicht auf Startstopp, auf den daneben, rechts daneben. Auf Art On? Ja. Boah. 20:42 Uhr.
Jens ist vor ein paar Minuten los. Ich habe beschlossen, ich gehe noch mal kurz laufen. Nicht weit, nur eine kleine Runde. Also nicht meine 5 oder 6 Kilometer, wie ich sonst laufe, aber eine kleine Runde ist noch drin. War jetzt 2,2 Kilometer unterwegs in 13 Minuten und 45 Sekunden. Und das alles bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Minuten 18 Sekunden pro Kilometer oder 9,5 km/h. Und das hört sich alles nicht so schnell an, aber für mich ist es schon schnell, weil normalerweise habe ich da schon etwas über 7 Minuten pro Kilometer zu stehen und die Durchschnittsgeschwindigkeit hier in km/h weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber naja, ist auch völlig egal eigentlich, ob das jetzt gut war oder nicht gut war oder zu schnell oder zu langsam war. Für das eigene Wohlbefinden war das ganz gut. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Denn die letzten 3 Tage wollte ich eigentlich joggen gehen. Habe extra die Klamotten alle mit in den Uckermark genommen. Aber bin dann doch nicht laufen gewesen. Und mein innerer Schweinehund hat immer gesiegt. Und ich habe irgendwie immer eine Ausrede gefunden. Sei es nur das Wetter gewesen oder keine Ahnung was. Ja, wie gesagt, für mich war das besser. Und da ich gesehen habe, dass es morgen früh regnen soll. Und wenn ein bisschen Niesel ist, stört es mich nicht. Aber im Regen laufen habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Das muss dann auch nicht sein. Bin ich lieber heute Abend nochmal gegangen. Und mal sehen, vielleicht morgen Abend wieder. Dann aber meine reguläre Strecke von 5, 6 Kilometern. In einem gemäßigten Tempo und dann ist gut. Aber ansonsten war das gerade ganz gut. Gut, ich gehe jetzt gleich mal duschen und dann ist Feierabend für heute, würde ich sagen. Es gibt von mir ein Video, in dem ich das Walross Antje vom NDR nachspiele. Falls es irgendwer noch kennt. Wenn nicht, seid ihr raus. Ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es dieses Video. Wir können uns jetzt also überlegen, was ihr macht, um mich zu überzeugen, dass ich dieses Video veröffentliche und zeige.